Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir haben gerade Egen-Invasion wahrscheinlich. Also sieht so aus. Wir haben alle drei Forts. Und gehen doch gerne ein bisschen mit denen. Hier so einen Krummel-Dummel machen. Ja, die werden ein bisschen geschlagen. Habe ich doch etwas ho zu holen, wenn ich ein bisschen schneller bin. Muss mir ein bisschen schneller machen. So, ja. Der dritte Part heute zum Aufnehmen. Aber ja. Ja, greif ihn doch mit dem Stun an. Heidi. Lumpen, du. So, markiert. Ha! Ich habe markiert. Müsste eigentlich den anderen hinterher. Weil ich will ja den nicht das Futter wegnehmen. So, zwei. Jojo. Kommen wieder so wenige. Ja, leider sind die halt das vom Gangforce. Okay. Ich bin halt ein bisschen alleine dann, wenn ich dem hinterhergehe. Ja, dann lasse ich das. Gehe ich dem nicht hinterher. Vielleicht dem anderen noch kurz. Aber die besiegen den sicher sehr schnell. Ah, schade, bekomme ich halt nichts über. Aber da sind ganz viele, cool. Ganz viele Fröschen. Fröschen. Ach komm, ey. Im Nun, die sind im Nun. Die sind auch im Nun. Eber sind sie im Nun. Ja, das bringt natürlich ja nicht einzeln. Ja, ich sehe sie nicht so gut. Ja, genau, und der geht auf mich los. Ja, ist klar. Ja, Stun, ich nicht. Natürlich kann einer noch mich. Von wo? Kamel Albion. Wo ist Kamel Albion? Wieso hat er mich angegriffen? Das geht nicht. Ja, aber natürlich wird man halt Prius sieht. Wenn man eine Lederrüstung tragen muss. Diese Prioritäten gehen mir ein bisschen auf den Keks. Wow, habe ich viel geholt. Zwei Keys, wow. Ich bin immer so gut, wenn ich so schlecht bin. So low-levelig. Also, darf ich jetzt auch ein bisschen durchgehen? Können die Syrten aufhören zu nerven? Die machen wegen irgendwelchen Scheißdreck. Hey, erschreckt mich nicht so. Hockt einfach so ein Jäger mit angezogener Waffe in Richtung mir, oder? Xalim ist hier. Jo, mit dem Beshi geht's eigentlich vorwärts. Der ist jetzt Level 37. Also er kann jetzt auch den Metallgolem beschwören und dadurch... Oh Mann, töte ihn doch nicht so schnell. So doof. Kannst du mir ein bisschen helfen? Okay. Den schaffen wir auch so. Komm schnell! Ah, oh, nicht widerstehen. Ja, sicher. Okay, ich habe ihn. Ah, ich habe ihn nicht widerstanden. Es ist nicht. Ein Pfeil von den anderen ist widerstanden. Okay, sehr gut. Haben wir noch ein paar Gegner hier? Ja, ich habe keine Spuren gefunden. So. Ja. Ist was am Laufen jetzt? Was ist die Zeit? So 20 Uhr, 21 Uhr so ungefähr. Schausand. Schausand. Oh, cooles Pet. Aber es ist, glaube ich, nicht so wirkungsvoll, so ein Pet. Ich weiß es nicht genau, was es macht. Können wir mal kurz schauen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er ist für mich nicht so toll. 10 Konzentration für 5 Hauptcharakterattribute. Also, ja, wir brauchen eher das mit Gesundheit, aber nicht den hier. Der hat Crit weniger. Ja, sind alle so mega teuer. Das bringt eigentlich nicht so viel. Jetzt schon begleitet zu haben. Tortuga. Tortuga wäre eigentlich der beste.
Ja, Tortuga. So. Okay, Eisenturm, sehr gut. Jetzt können wir nochmal schauen. Okay, sehr viel nach Norden und Osten. Ja, aber ich möchte gerne durch. So, momentan ist es eher für uns der Kärnten. Ja. Ich gehe jetzt mal hier unten durch, eher. Und sonst, ja, können wir halt nicht an der Nation. Okay, ist da nicht. Ist noch ein Blauer gestorben. Also kill den mal. Mann, komm, wir müssen einfach durch. Das schaffen wir schon. So, Samal haben wir erreicht. Festung Samal müssen wir. Gut, Aufklärungsmission. Ja, das ist die Quest, wo wir die verschiedenen Forts abklappen müssen. Okay, da sind sie. Gut, ist der Herr Löwe ein bisschen getarnt. Okay, da sind ein paar Leute. Aber ich muss nur kurz zusammen. Kann ich das ohne angegriffen zu werden? Sehr gut. Und jetzt muss ich Menü. Das machen wir dann im Rückweg. Auf jeden Fall muss ich jetzt an die Mauer. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ah. So bin ich schon wieder Asthma. Immer diese Allergien von irgendwie den Bäumen, die blühen. Es ist so kacke, wenn man Allergiker ist. Wenn man die Allergien von den Bäumen hat und von den Sträuchern. Ja, ich kann ich nicht helfen. Tut mir leid, aber ja, ich bin auch zu low level. Nee, es ist halt einfach, ich kann nicht die ganze Zeit mich aufhalten lassen. Wenn ich ein Ziel habe, dann möchte ich schon ans Ziel kommen, aber wie? Also, wir werden wahrscheinlich sehr stark jetzt abgefangen werden. Schauen wir mal, wo sie sind. Die müssten hier in der Nähe sein, also auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ich glaube, ich mache mich lieber mal tarn hier. Sonst habe ich keine Chance. Innerhalb von Sekunden bin ich wieder down. Oh, man sieht sogar die Schneeberge. So, so klein ist die Wüste, dass gleich hinten dann Schneeberge sind. Was hat das für einen Sinn? Wenn ein Magier, also ein Belshi oder ein Hexenmeister, auf einem Wolf ist, dann hat er nur einen halben Rock. Das andere Teil unterhalb vom Ding ist einfach abgeschnitten. Und wieso ist der Schatten hier so dicht? Dunkel. Und es sieht so aus, als würdet ihr den Rock, also den Mantel, das Unterteil vom Mantel, einfach so halb, nur halb Ding. Also, dass ihr alle, wenn ihr aufsteht, auf dem Wolf aufsteht, dann Ding habt. Ja. Dabei könnt ihr das Regnum ganz leicht machen, indem es über oder unter dem, also überhalb vom Sattel dann das den Rock weitermacht. Aber das ist natürlich zu schwer für einen Entwickler, der nur für 10 Euro die Stunde arbeitet. Nice, man. Capoeira, das ist eine Kampfsportart, aber mit 2P, glaube ich, die sehr auf Bewegungen setzt. Also eigentlich extremst tanzähnlich ist schon. Breakdance. Und das ist eine meiner favoritisierten Kampfkünste. Ich mag das so. Es gibt einen guten Schauspiel, ich weiß noch nicht, wie er im Real Life heißt, aber er spielt zum Beispiel ja, sehr viele. Und wie in Filmen einfach der Mann, der schwarze Brasilianer oder was er ist, der hat Jamaikaner, ist er, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall
Ach Gottchen. Also es ist nichts an der Mauer. Die Leute haben Angst. Gut, dann gehen wir zu Manny. Kann ich leider nichts zeigen, wenn die Leute schon Angst haben und weg sind oder gar nicht zur Mauer gingen. Aber ich muss mich nochmal tarnen. Ich möchte heute nicht sterben. Okay, da hat mich nicht gesehen, obwohl ich noch nicht getarnt war. Ja, es ist sehr entspannt aufzunehmen und euch zu zeigen. Mit mehr genommen muss er halt Level 60 werden. Es leveln unglaublich viele. Nur wegen dem XP-Boost sind überall Leute am Leveln. Das ist einfach geil. Nur eben, es ist wirklich, die Leute werden nur angelockt wegen der XP-Event und merken, das Spiel macht keinen Spaß, haben wir ab. Also es bringt den Entwicklern wirklich überhaupt nichts, außer mehr Spieler auf dem Server, die noch mehr Scheiße machen, noch andere Leute vertreiben. Die Entwickler müssen halt einfach mal etwas machen. Wieso machen sie nicht irgendwie Monster, die mehr XP gibt oder so rein, dass immerhin etwas neu ist, aber so Events, nur wegen einem, was ist, wegen dem irischen Geburtstag, glaube ich, da diesen St. Patrick's Day. Und dann ist ja schon wieder Ding, Ostern. Dann gibt es ja schon wieder das Osterevent, das über einen Monat wahrscheinlich noch gehen wird. Oh, dass die Leute nur noch Events machen, entwickeln. Dieses NGE ist wirklich noch schlechter als NGD. Ich weiß gar nicht. Also, mir tut es halt einfach so mega weh, dass die Entwickler gar nichts mehr reinbringen. Nur noch eine Insel erweitern, wo niemand drauf ist. Ich habe noch keinen Spieler dort gesehen, Level. Oder beziehungsweise irgendwie farmen oder ja, kämpfen. Nix. Okay, Manny habe ich auch. Und das wird gerade angegriffen. Es ist kein Invade-Time, wenn niemand kommt. Okay, das habe ich auch. Kann ich dem helfen? Scheinbar nicht. Zu viel, ja. Komm, tarn, bitte. Ja, ich kann halt alleine nicht gegen Leute kämpfen. Ich brauche Hilfe. Nur eben sind so wenig, dass das Tor jetzt schon wieder offen ist. Und gerade oben gekämpft wird. Ich kann ja das Wort noch ein bisschen halten. Nur weil ich hier bin, wird halt so das Wort noch gehalten. Ja, ich kann leider nichts zeigen. Wir sind oben. Okay, es ist schon feindlich. Da ist jemand, X-Fuluma. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Fort. Alleine eingenommen. Noch einer, okay. Navigieren. Ach Gottchen, wieso hat er automatisch angegriffen, ey? So. Ah. Wieso ist das Kampfsystem so blöd und lässt automatisch angreifen? Es nervt. Ich habe die Waffe außen gehabt wegen dem Ding, aber dass man das einfach nicht machen kann. Einfach nichts. Es ist völlig, dass man zum Beispiel mit rechts den ganzen Charakter schiebt und mit links nur die Kamera. Wer macht das? Es ist einfach, Mann. Muss halt jetzt schon wieder ein bisschen nerven mit dem Ding, aber es ist so viel an der Steuerung schlecht. Wenn man in dem Chat schreibt, man kann nicht mehr Kack bewegen. Man bewegt den Chat, den man nicht bewegen kann und so Sachen. Es ist einfach, viele Sachen sind einfach nur blöd gemacht. Ich kann nur rumreiten momentan. Es ist einfach, ja, man, das kann gefixt werden innerhalb von einem Tag, aber die Entwickler machen es nicht. Man regt und könnte so ein gutes Spiel sein. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen rüber. Ich habe keinen Bock, wenn die das, ja, nicht trauen, was ich eigentlich zeigen wollte, nicht mal versuchen, oder? Dass jetzt schon wieder alles weg ist. Es sind alle dort. Ja. Und das schreibst du jetzt. Jetzt, wo es viel zu spät ist. Ah, weil die Forts wieder eingenommen wurden.
Sagst du jetzt? Nein, lieber Geldausgeber, aber ich gehe jetzt nicht wieder dorthin. Es sind zu viele Sünden dort. Ah, neben die Egen. Mann, dass ich das einfach nicht geschafft habe mit dem... Ah, was mache ich eigentlich hier? Das mag noch nicht suchen. Ist wenigstens toll. Motivierender als Wars und Schlachten im Moment, weil es so viele Feinde gibt. Man fühlt sich einfach die ganze Zeit so, als würde man nur sterben wollen. Jetzt bin ich einmal gestorben natürlich. Okay, da ist jemand schon gestorben. Jetzt bin ich einmal gestorben und habe schon wieder genug. Jetzt bin ich sicher 4 oder 5 Stunden nicht mehr gestorben und habe immer gespielt. Ich bin jetzt sicher schon 4-5 Stunden am Spielen. Nur eben... eher am Leveln. Also ich bin vielmals hier wegen den Reichsquests. Aufgaben für 8000 muss man immer wieder in die Warzone. Aber ich wurde nie getötet und jetzt wurde ich getötet, weil ich automatisch angegriffen habe. Mann, ich konnte ja nicht durch das Ding. Ich wollte das schon früher machen. Ich musste durchs Tor. Muss ich halt auch noch wissen, oder? Was ich gerade im Stresssituation machen muss. Im Stress ist man halt immer ein bisschen blöder. Das ist nun mal so. In der Stresssituation denkt man vieles gar nicht, was Zuschauer natürlich sehen. Und ihr wisst ja, ich habe ein bisschen Probleme mit Stressabbau, dass ich da manchmal schon ein bisschen zu viel Stress entwickle, dass sich alles staut und so. Aber gut, ich bin eigentlich immer sofort wieder normal, also ohne Stress, wenn man dann nicht mehr Stress braucht. Ja gut, ist halt heute auch nicht so gut gelaufen, also der Jäger kann halt einfach nicht viel machen. Was er kann, ist auf die Schnauze fallen, weil er automatisch angreift. Was ich gar nicht wollte. Vor allem, wieso, wenn man gerade ausschaut, er automatisch nach rechts oben angreift. Das ist, ja. Das, was ich einfach nicht haben kann. Es ist einfach doof gelöst. Voll doof, ey. Voll doof. Ich hätte es überlebt. Ich hätte noch genug Zeit gehabt, wo ich unsichtbar war. Aber natürlich nicht. Ich spiele das ja anders. So, Quest abgegeben. Gibt's jetzt noch eine Quest? Ah, die Warzone Quests gibt's ja noch mit Level 50. Aber wie soll ich auf Level 50 leveln? Ich habe keinen Bock, jetzt noch Reichsquests oder ein Monster zu dingen. Also, eben, ich habe irgendwann ja bald einen besseren Bogen. Also, ich habe ihn ja schon, aber ich kann ihn noch nicht tragen. Und deshalb tue ich jetzt einfach den Jäger nicht leveln, außer in der Warzone. Zeige ich, denke ich mal, einen pro Tag in der Warzone mit dem Jäger, bis der Beshi soweit ist und da besser zeigen kann. Aber der muss auch ein bisschen zäher werden. Ja, jetzt bin ich eben, habe keine Gruppe gefunden, sonst hätte ich jetzt noch viel farmen können, weil ich noch einen XP-Bonus habe und alles mögliche. Nur eben, das bringt nichts. Ich werde morgen früh dann einfach leveln den Beshi mit einem 200er Booster, weil der viel günstiger ist und einfach auch sehr viel bringt wegen dem Tagesbonus und dem momentanen EXP-Event. Hat er schon fast auch 500. Und dann mal schauen. Weil der ist mit Level 37 jetzt gerade in dieser Phase, wo das Spiel am langweiligsten ist, weil man am Strand leveln muss. Und das ist natürlich auch nicht so toll. So, was haben wir jetzt? 19. Okay. Da ich heute schon ein paar gebracht habe, mache ich jetzt mal weniger lang. Oder wir können ja rübergehen zum Beshi und dort noch ein bisschen machen. Please invade Ignis after talk. Der Torkulge kommt jetzt gerade. Ich könnte ihn mit dem Barbaren holen. Aber... ja komm, mach mir Torkulge. ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich sterben, weil ich ja noch nicht so gut Ding. Und ich bin ja, glaube ich, mit dem Barbar halt im Trelleborg bin.
Also ganz im Norden von Imperia Castle. Dort am Leveln. Ja. Lieber Torkul. Okay, ich bin hier. Oben, ganz oberhalb vom Imperia Castle. Ja, hoffentlich ist er noch lebendig bis dort unten. Muss mal kurz schauen, wann der kommt. So, Regnum Sentinel ist es hier. Dann Bosse. Was sind 4 Tagen? 25.3. 20.3.1923. Der ist hier schon weg. 20.3.1923. Der ist weg. Hä? Wieso schreiben die, es kommt erst Torkul? Oder ist es kaputt in Sentinels? Okay, ich gehe jetzt mal dorthin. 23 ist. Ja, jetzt ne. 23 ist ja eigentlich schon ein Ding. Also der Torkul sollte schon weg sein. Hä? Komisch. Ja, gut. Die halten, glaube ich, auch nur 5 Minuten oder so. Nicht mal 5 Minuten. Ja. Haben wir ihn verpasst, weil ich natürlich auch nicht auf den so geizig bin. Ja, gar nicht, weil er droppt so selten, dass man ihn eigentlich gar nie besiegen muss, weil man ihn ja sowieso nicht, sowieso keine Waffen bekommt. Eigentlich nur Gold bekommt und ein bisschen EXP, aber das ist so wenig. Komisch. Aber wenn jetzt Torkoal doch kommt, ja, mache ich nochmals eine dritte Aufnahme. Ja. Ich meine, ich komme jetzt gerade hier nicht hoch. Da komme ich hoch. Ja. Geld hat noch einige Zeit, aber ja, kann man nichts machen. Ich gehe jetzt mal hier durch, weil oben durch geht es ja gar nicht. Nur hinten und unten. Ja, sicher! Habt ihr gesehen, ich bin gehüpft. Wie kann man mit einem Reittier hüpfen? Bagnum. Ja, nein. Ist einfach zu spät, weißt du? Liebes Spiel, du brauchst zu lange, um eine Animation zu generieren. Diese Felswand. Ja, Regnum, ja. Kosten sparen, einfach flach runter. So sieht man Editor einen Berg machen, kurz ihn hochziehen fett. Keine Mühe. Wer baut eine Mauer über den Rand? Auch nur zur Dekoration. Ja, Regnum. Ja, und die, die die Arena gemacht haben, das Kolosseum gemacht haben. Okay, sie ist weg. Die haben ja scheinbar sehr gefährlich gearbeitet. Also schade, dann ist es eigentlich schon weg, weil. Der vor einer Stunde gekommen ist. Vor einer Stunde war ich AFK. Sehr lange AFK. Ja, natürlich ist er weg. Aber wieso? Ja. Doch, es ist da. Wieso ist er da? Aber wieso wird er nicht gemacht? Ah, okay. Ja, die Leute sehen es nicht. Ich muss oben durch, leider. Das ist eigentlich auch klar. Aber ich wollte ja hinten durchgehen. Nur Megen sind natürlich auch schon da. Ich will die aber nicht, also nicht durchgehen. Zwar werden sie mich wahrscheinlich in Ruhe lassen. Aber ihr kennt es, viele wollen natürlich auch noch ein bisschen EXP farmen. Also Königreichspunkte und Warzone-Punkte. Da ich schon 58 bin, gibt es da auch viel zu viel davon. Also doch, lieber nicht riskieren.
Also, dann machen wir einen längeren Part sogar. Mit Torkul, nur eben der wird nicht angegriffen. Ja, es ist schade, dass die Igen jetzt dort sind. Ey, das ist so doof. Die Igen können einfach überall in unserem Land, also in unserer Boson-Seite, chillen, weil die. Ja, denen sind natürlich nicht so gut. Ja, ich gehe hier unten durch. Es ist riskant, gerade wenn so viele Spieler online sind. Das ist doof, das ist doof. Aber habt ihr diese Gurke gesehen? Wie groß ist denn Torkul? Was ist das, ein Wurm? Aber so groß. Habe ich nicht mehr in Erinnerung. Also ich habe in Erinnerung, dass es so ein ganz komischer Bogen, dass er nicht weit oben Ding ist. Aber durch diesen Animations-Canceling, also diese Start-Animation, die das Spiel halt hat, oder dass es nicht sofort so generiert wird, wie es eigentlich ist. Ist es eigentlich ja so ziemlich. Ja toll, ey. Jetzt kommen hier noch Leute. Ah. Jeder kann nerven. Shit. Das Spiel ist eigentlich nur noch ein Nervplatz. Wie oft ich einfach genervt werde, wenn ich levele. Also nicht oft, aber. Es nervt einfach großartig, wenn ich level, also wenn es mal passiert, so in alle 5 Tage oder so, wenn ich mal gekillt werde, nervt es einfach gewaltig, oder? Ich kann ja, also ich kann ja froh sein, dass ich nicht so gut angegriffen werde, aber boah. Hey Leute, seid ihr doppelt oder fünffach blind? Tut mir leid für dies von Sauerkraut, aber hey, ihr habt so viele Leute hinter euch. Gut. So gut sieht man es halt nicht, aber. Und jetzt ist Torkul down. Wieso kommt ihr von links? Hä? Ja, Ingvar. Auch schon gemerkt. Er ist weg. Mann, die Igen waren im Weg. Okay. Ja, aber ihr habt ihn mal gesehen. Es ist so schade. Also, es ist einfach schade, dass dort irgendwann und die Alsen nichts machen. Nicht aufgeräumt haben. Sonst hätte ich ihn noch ein bisschen erwischt. Aber es war auch besser, sonst wäre ich gestorben an Torkul. Der macht schon viel Schaden. In AOE vor allem, da kann ich nicht mehr ausweichen und so. Ja, nächstes Mal werde ich dann ein bisschen besser schauen. Ja, ich muss auch noch viel lernen, also einfach auch mitzumachen, an den Zeiten dabei sein zu können. Aber ja, habt ihn ja gesehen mit dem Video. Deshalb ja. Ich brauche eben nichts von ihm, weil er ganz unwahrscheinlich droppt. Da müsst ihr ihn 100 Mal besiegen, bis ihr mal eine Waffe bekommt. Deshalb, oder Schmuck. Deshalb, ja, ist es mir eigentlich schnuppe egal, ob ich ihn ja hatte oder nicht. Weil ihr müsst natürlich auch viel Schaden machen, damit ihr noch etwas droppt. Also ich weiß nicht, so 10 bis 20 Mal angreifen und der ist so schnell down, oder? Weil so viele da waren, dass einfach nichts geht. Gut, aber das Spiel will halt so sein. Die Entwickler haben damals alles eigentlich falsch entwickelt, dass man halt hier wirklich extremst, dass alle mitmachen können, oder? Die großen Bosse sollten einfach im Land drin sein, wo niemand anders, außer sie haben eine Invasion gemacht und so, die anderen nicht kommen können. Und auch eben das Leveln bis Level 60 immer im Land machen, einfach das Land größer machen und nicht in der Warzone. Die Warzone nur für das PvE machen. Aber gut. Also tschüss, bis zum nächsten Part.